Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um dieses Schätzchen hier gehen, King of Scars, Thron aus Gold und Asche. Das Buch reflektiert wie Sau, ich hoffe ihr könnt es sehen. Und ja, King of Scars ist das Spin-off zur Grisha-Reihe von Leigh Bardugo und ja, wie mir das Buch hier gefallen hat und worum es in diesem Schätzchen hier geht, das verrate ich euch jetzt und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie immer als allererstes vorweg, ich habe das Buch ja netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich mega gefreut, dass ich das Schätzchen hier von euch bekommen habe. Und ich habe nicht nur dieses Buch hier bekommen, sondern es war ein kleines Paket und das war super cool. Denn in dem Paket war ein super süßer Brief und dann war hier noch diese Illustration in dem Paket. Und das ist die Illustration der Triarchie. Jeder, der Grisha gelesen hat, weiß, was die Triarchie ist. Das ist quasi, naja, wie so ein Rad, quasi um den Zar drumherum von Ravka. Und das hier ist Nikolai, das ist Zoya, das ist Tolja, Genja, Tamar und David. Wenn ich jetzt Tolja und Tamar nicht verwechselt habe. Auf jeden Fall, das ist die Triarchie und jeder, der Grisha gelesen hat, weiß, was es damit auf sich hat. Und ich finde diese Illustration echt richtig, richtig cool. Also das trifft die Charaktere echt gut. Vor allen Dingen, finde ich, ist Nikolai echt gut getroffen. Den habe ich mir echt auch so in der Art vorgestellt. Das finde ich sehr, sehr cool. Also das war hier noch in dem Paket. Dann war außerdem das Buch verpackt und zwar in dem hier. Das ist so ein Buchbeutel, wo auch nochmal das Bild quasi drauf ist von der Triarchie und das finde ich auch richtig, richtig cool. Ich habe den Beutel jetzt immer mal schon benutzt, deswegen ist er hier oben auch schon so ein bisschen zerknittert und alles. Aber ja, ich finde es mega, mega cool und ich habe mich sehr dolle darüber gefreut. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den Verlag für dieses wunderschöne Paket. Ich bin sehr begeistert. Danke, 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 danke. So, und ja, was aber eigentlich das aller coolste ist an dieser ganzen Sache. Oh, hallo Milo. Wo willst du hin, Schatz? Was los? Wo willst du? Ach, okay, ja. Du passt doch da nicht hin, Schatz. Ja, guck mal. Ich nehme das weg, dann kannst du dich nicht auf meine... Ich muss mal kurz hier meinen Kram räumen, damit Milo sich hinlegen kann. So. Wo war ich denn jetzt, bevor Milo mich unterbrochen hat? Der liegt jetzt hier bei mir und jetzt habe ich irgendwie nicht mehr so viel Platz hier. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich war ja gerade stehen geblieben, euch zu zeigen, was das Coolste an der ganzen Sache eigentlich ist. Und zwar das hier. Das Buch ist signiert und ich finde es so mega cool, dass das Buch signiert ist. Also es ist zwar nur ein Aufkleber, der in das Buch reingeklebt ist, aber da ist trotzdem die Originalunterschrift von Leigh Bardugo drauf und ich finde das so mega cool. Ich werde dieses Buch hüten wie einen Augapfel, wie man so schön sagt. Also das ist, also da passe ich echt ganz, ganz doll auf das Buch. Das werde ich auch nicht verleihen und nichts. Das ist mein Schatz. Den gebe ich nicht her. Also ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den Verlag. Ich habe mich mega, mega, mega gefreut über dieses Paket. Und danke, danke, danke für diese wundervolle signierte Ausgabe von King of Scars. Ja, jetzt habe ich ziemlich viel erzählt, ohne euch eigentlich zu erzählen, worum es in diesem Buch hier geht. Ich möchte als allererstes vorweg einmal eine große, fette Spoilerwarnung rausgeben, denn King of Scars ist das Spin-off, wie ich bereits sagte, zur Grisha-Reihe und wirklich alles, was ich euch jetzt erzähle, spoilert euch auf die Krähen-Reihe und spoilert euch auf die Grisha-Reihe, besonders auf das Ende von Grisha, weil diese Geschichte hier 3 Jahre später spielt und sehr, sehr viel Bezug auch nimmt auf Grisha. Also ja, ich würde jedem empfehlen, der Grisha noch lesen möchte und der noch gar nichts in diesem Universum gelesen hat, guckt euch das Video später an, sonst seid ihr riesengroß und fett gespoilert und das ist immer ziemlich uncool, deswegen möchte ich diese Spoilerwarnung an dieser Stelle einmal geben. Also ihr seid gewarnt, ihr könnt nicht sagen, du hast nicht gesagt, dass du spoilerst. Also ja, große fette Spoilerwarnung. Wenn ihr euch überraschen lassen wollt, guckt euch dieses Video nicht an, denn ich muss euch, um euch zu erklären, worum es in dieser Geschichte geht, automatisch spoilern. Das geht gar nicht anders. Ja, Warnung ist raus. In dieser Geschichte geht es um Nikolai. Und Nikolai ist der Zar von Ravka inzwischen. In der Grisha-Reihe hat man Nikolai kennengelernt und lieben gelernt. Und Nikolai war da schon mein absoluter Lieblingscharakter in dieser ganzen Reihe. Und ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass er jetzt hier seine eigene Geschichte bekommt. Und zwar sind wir jetzt hier 3 Jahre, wie gesagt, nach dem Ende von Grisha. Der Krieg in Ravka ist vorbei und
Es ist trotzdem aber noch kein richtiger Frieden in Sicht, denn an den Grenzen von Ravka brauen sich neue Bedrohungen zusammen und es wird wohl bald wieder Krieg geben. Denn die Fjärda auf der einen Seite und die Shu auf der anderen Seite möchten Ravka für sich beanspruchen und einnehmen und das muss Nikolai natürlich verhindern. Und das ist schon natürlich eine riesengroße Herausforderung, allerdings hat Nikolai noch ein Problem. Denn vor 3 Jahren wurde Nikolai vom Dunklen mit etwas infiziert, einer dunklen Macht. Und Nikolai hatte gedacht, dass diese dunkle Macht für immer versiegt ist, als der Dunkle gestorben ist. Allerdings taucht diese Macht jetzt wieder auf und tut von ihm Besitz ergreifen. Und so verwandelt sich Nikolai des Nachts immer in ein Monster. Und er kann absolut nichts dagegen tun. Er erinnert sich dann nicht mehr daran, dass er sich verwandelt hat. Er weiß nicht mehr, was er dann getan hat und hat absolut keine Kontrolle darüber. Und ja, die Triarchie rund um Nikolai versucht ihm da irgendwie zu helfen und versucht ihn im Zaun zu halten und versucht zu verhindern, dass er irgendwem wehtun kann und abhauen kann. Und ja, das gelingt mehr schlecht als recht. Und ja, so beschließt Nikolai, dass da eine Lösung her muss. Und ja, das ist das eine, worum es in diesem Buch geht. Also es geht darum, dass Nikolai versuchen muss herauszufinden, was mit ihm los ist, warum dieses Monster jetzt wieder aufgetaucht ist nach 3 Jahren, wo es ja eigentlich nicht mehr existent war. Und ja, dann ist da noch eine andere Sache, die Nikolai und seine Leute beschäftigt, nämlich das Wunder passieren in Ravka. Es passieren sehr, sehr seltsame Dinge und zum Beispiel wird dort eine Brücke repariert und zwar aus den Gebeinen der Toten, die so rund um diese Brücke begraben wurden. Und niemand kann sich erklären, wie das passiert ist und wo diese Brücke herkommt und wer diese Brücke gebaut hat. Und man vermutet, dass da bestimmte Griecher am Werk sind und das ist auch noch so eine Sache, dem Nikolai und seine Leute nachgehen müssen. Und es kommt dann irgendwann heraus, dass alles miteinander verbunden ist und miteinander zu tun hat. Und ja, was es genau ist, das ist es, was man herausfinden muss in dieser Geschichte. Und es gibt in dieser Geschichte auch noch einen zweiten Handlungsstrang, denn man liest das Buch auch wieder aus mehreren Sichtweisen. Der zweite Handlungsstrang dreht sich rund um Nina. Und wer das Lied der Krähen gelesen hat, weiß, wer Nina ist. Und Nina, Adric und Leonie, die beiden kennt man wiederum aus der Griecher-Reihe, sind mit einem Geheimauftrag nach Fjärda geschickt worden. Und zwar sollen sie dort Griecher befreien. Denn die Fjärdan sind ein sehr, sehr gläubiges Volk und bezeichnen die Griecher als Hexen und tun an den Griecher Experimente machen und sie foltern und quälen und schlussendlich töten. Und ja, deswegen sollen Nina und Adric und Leonie dort die Griecher, die dort gefangen genommen wurden, befreien und retten. Und das gelingt denen auch ganz gut, den dreien. Und eines Tages tut Nina mit ihrer Gabe, die sie ja in der Krähenreihe bekommen hat, etwas herausfinden. Und es zieht sie zu einem ganz bestimmten Ort. Und in diesem Ort gibt es eine Fabrik. Und nun müssen die drei herausfinden, was in dieser Fabrik genau vor sich geht. Und ja, das tun sie dann auch und es ist echt übel, was da vor sich geht. Und ja, das ist der zweite Handlungsstrang, um den es in dieser Geschichte geht. Und ich glaube, dass dieser Handlungsstrang für den zweiten Teil dann hier erst richtig, richtig wichtig wird. Dieser Handlungsstrang war jetzt einfach da, hatte aber mit dem Hauptstrang von Nikolai eigentlich im übertragenen Sinne nichts zu tun. Also im Moment sind das noch 2 verschiedene Handlungsstränge. Aber ich denke, dass im nächsten Teil diese 2 Stränge dann auch zusammengeführt werden, sodass das dann auch wieder für uns als Leser alles Sinn macht, dass wir das gelesen haben. Und ja, ich kann zum Inhalt der Geschichte wirklich nur sagen, wenn ich Grisha und die Krähenreihe im Vorfeld nicht gelesen hätte, hätte ich hier ziemlich viele Fragezeichen gehabt. Denn dieses Buch baut definitiv auf den anderen beiden Reihen auf. Und wer diese Vorkenntnisse nicht hat, der hat echt Fragezeichen im Kopf. Also ich habe ja das Buch hier mit Sina zusammen gelesen und Sina hat die Krähenreihe gelesen, aber Grisha nicht. Und ich habe schon des Öfteren Fragen gestellt, ja du, wie ist denn das und wie ist das und das und was hat das und das jetzt auf sich und wie hängt das jetzt zusammen? Weil man halt das auch einfach nicht versteht, wenn man die Bücher im Vorfeld nicht gelesen hat. Und deswegen würde ich definitiv jedem empfehlen, bevor er das Buch hier liest, lest erstmal Grisha und lest erstmal die Krähenreihe. Weil sonst werdet ihr hier echt Fragezeichen haben. Weil auch viele Begrifflichkeiten und viele Zusammenhänge zwischen den Charakteren und auch die Beziehungen zwischen den Charakteren, man versteht das einfach teilweise auch nicht, wenn man das alles nicht gelesen hat. Man versteht die Beziehung zwischen Nikolai und Zoya nicht. Man versteht diese Beziehung der Triarchie nicht unbedingt. Man kann halt das alles nicht so ganz nachempfinden. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Da finde ich, hätte Leyva Dugu vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr Erklärungen auch reinbringen können. Gerade für Leser, die halt die anderen Reihen nicht gelesen haben. Ich meine, klar, es ist ein Spin-off. Man soll sich dessen bewusst sein, dass dieses Buch auf anderen Reihen aufbaut.
Aber so ein bisschen mehr Erklärungen wirklich für die Leute, die noch gar nichts gelesen haben in dieser Welt, wären echt nicht verkehrt gewesen, meiner Meinung nach. Ansonsten kann ich vom Inhalt her nur sagen, dass es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand das Buch vom Inhalt her wirklich gut. Ich liebe Nikolai, also ich liebe den einfach. Und ich fand, was in dieser Geschichte passiert ist, wirklich ganz, ganz toll. Also vom Inhalt kann ich nur sagen, dass es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte den Aufbau der Geschichte, ich mochte den Verlauf der Geschichte. Einziges, was ich wirklich als großen Mängelpunkt noch habe an diesem Buch, ist, dass dieses Buch sehr, sehr ruhig ist. Also es passiert streckenweise einfach nichts. Also das ist ganz, ganz viele Seiten lang liest man und liest man und liest man, ohne dass irgendwas eigentlich passiert. Und du denkst dir so jetzt, ja, wo führt das Ganze jetzt eigentlich hin? Wo wollen die jetzt eigentlich drauf hinaus? Also es passiert einfach nichts. Und das Ganze wird dann zum Ende hin wieder besser, auf jeden Fall. Aber es ist halt eine Geschichte, die sehr, sehr ruhig erzählt wird, wo halt einfach nicht viel passiert. Dessen muss man sich bewusst sein. Das führt zu sehr, sehr langen, kaugummiartigen Abschnitten in der Geschichte. Ich muss es leider so sagen, es ging mir in diesem Buch wirklich so. Und ich finde, was den Plot betrifft, hat Leibor Dugo hier auch irgendwie wieder einen Schritt zurück gemacht. Jeder, der die Krähenreihe gelesen hat, weiß, wie genial dieser Plot dort ist. Also dieses Ganze mit den Plänen schmieden und diese ganzen vertrackten Situationen, die man in dieser Geschichte hat, das ist so genial gemacht. Und man geht da natürlich auch mit so einer gewissen Erwartungshaltung an diese Geschichte hier ran. Und ja, dann liest man sie und denkt sich, ja, es ist wie Grisha. Also King of Scars ist von seinem Aufbau her und allem auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel leichter und sehr, sehr viel schlichter gehalten wie die Krähenreihe. Das kann für Fans der Krähenreihe ein bisschen schwierig werden, weil die dann halt sagen, boah, das Buch ist einfach nur langweilig. So ging es Sina auch. Also Sina hat dann auch zwischenzeitlich gesagt, boah, das Buch ist einfach nur langweilig, weil halt einfach nicht viel passiert. Ich als Grisha-Fan, der ja die Grisha-Reihe im Vorfeld gelesen hat, der halt auch diese ganzen anderen Dinge, die du halt nicht weißt, wenn du Grisha nicht gelesen hast, wusste, ich habe dieses Buch gefeiert. Ich habe dann zu Sina gesagt, oh, das war toll und das war toll und das war toll. Und die so, ja, kann ich nicht nachvollziehen gerade. Weil sie ja die Grisha-Reihe nicht kennt. Und ja, das fand ich so ein bisschen schade. Und ich finde, dass vom Plot her dieses Buch auf jeden Fall wieder einen Schritt zurück gemacht hat, im Gegensatz zu der Krähenreihe. Die war einfach genial. Also diese Reihe ist einfach genial. Der Plot ist genial. Das ist einfach, da kann man nichts anderes sagen. Und wenn man dann das hier liest und mit dieser Erwartungshaltung der Krähenreihe aber daran geht, dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden. Also wenn ihr die Krähenreihe gelesen habt, und jetzt erwartet, dass ihr dieses Buch und jetzt erwartet, dass dieses Buch die gleiche Genialität hat, dann nein, seid nicht enttäuscht. Das hier ist eher wieder ein sehr, sehr schlicht gehaltener Plot mit sehr viel ruhigen Momenten. Es gibt actionreiche Momente, aber dieses Buch ist für mich einfach nur erstmal eine Einführung wieder in die Grisha-Welt, eine Einführung zurück nach Ravka, nachdem wir ja in der Krähenwelt waren. Und es ist in diesem Buch einfach nicht viel passiert. Das Ende ist ein fieses Ende mit einem fiesen, fiesen Cliffhanger. Und ich frage mich jetzt natürlich, wie geht es jetzt im zweiten Teil weiter? Ich möchte den zweiten Teil auch auf jeden Fall lesen. Ich fand das Buch wirklich gut. Mir hat es gut gefallen, mich hat es gut unterhalten. Ich liebe die Charaktere einfach. Ich bin mit den Charakteren in der Grisha-Reihe quasi auf diese Reise gegangen. Ich habe alles von Anfang an miterlebt und diese Charaktere sind mir halt auch einfach alle ans Herz gewachsen. Und deswegen kann ich dieses Buch einfach nur toll finden, weil ich einfach die Charaktere so unglaublich liebe. Nikolai ist mein absoluter Lieblingscharakter, wirklich, dieser ganzen Grisha-Reihe. Ich klammer die Krähen da jetzt mal aus, weil Cass ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, aber ich liebe Nikolai einfach und er ist so sympathisch und er ist so toll und er hat so einen guten Hintergrund auch und er ist einfach toll. Deswegen, ich liebe dieses Buch. Ich kann es nicht anders sagen. Auch, wie gesagt, wenn das Buch vom Inhalt her und vom Aufbau her an manchen Stellen ein bisschen gehinkt hat oder ruhig war oder ein bisschen Kaugummi war, ich liebe es trotzdem. Punkt. Was die Charaktere betrifft, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, dass ich sie liebe. Ich fand nur diese Liebesgeschichte, die hier so ein bisschen erzwungen wurde zwischen Nikolai und Zoya, ein bisschen schwierig. Liebesgeschichte kommt ja nicht wirklich in Schwung. Die ist nicht wirklich existent bis so kurz vorm Ende. Da ist sie dann auf einmal so ein bisschen da und du denkst dir so, okay. Gut. Warum auch immer das jetzt kommt.
Also ich finde es mit der Liebesgeschichte ein bisschen schwierig. Ich finde, die hätte man ein bisschen eher aufbauen müssen. Man hätte das ein bisschen mehr ausbauen müssen schon in diesem Buch. Ja, also wer sich hier in diesem Buch auf eine Liebesgeschichte freut, die kommt ganz am Ende mal so ein bisschen. Ganz kleines bisschen am Ende. Seid nicht enttäuscht, wenn die nicht gleich am Anfang kommt. Aber es ist ja bei Leyva Dugo immer so. Ich meine, das war ja auch bei der Grisha-Reihe so. Ich meine, da war die Liebesgeschichte ja offensichtlich. Da war das auch eine typische Liebesgeschichte. Aber auch die wurde jetzt nicht so sehr in den Vordergrund gestellt. Und so ist es hier halt auch. Die Liebesgeschichte ist da. Sie ist, denke ich mal, auch sehr, sehr wichtig noch für diese Geschichte. Allerdings ist sie im Moment absolut nicht präsent. Und im Moment sind halt andere Dinge, die dort im Vordergrund spielen. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen schwierig, weil ich ja so ein Liebesgeschichten-Fan bin. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall auf den zweiten Teil gespannt und hoffe, dass es da nochmal ein bisschen besser wird mit der Liebesgeschichte. Ja, ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, wie Zoya, Genja, Tolja, Tamar, David, Adric, Nina, Leonie, ich finde die alle toll. Ich liebe die Charaktere, die Leyva Dugo schreibt, die wachsen mir alle ans Herz. Ich fiebere mit den Charakteren, mit wirklich mit jedem Einzelnen und es ist einfach so toll und ich finde, Leyva Dugo schafft es halt wirklich, den Charakteren Tiefe zu geben, den Charakteren Hintergründe zu vergeben und die Charaktere wirklich wie echte Menschen wirken zu lassen. Und das, ja, finde ich einfach ganz, ganz toll. Also Charaktere, top, kann ich nichts anderes sagen. Vom Setting her befinden wir uns hier natürlich wieder in der Welt der Grisha. Wir befinden uns in Ravka, in Fjerda. Und wir haben hier vorne auch wieder diese wunderschöne Karte drin. Das ist für mich echt eine der besten Karten, die ich hier gesehen habe in Büchern. Wirklich, diese Karte ist genial. Und ja, wir befinden uns halt wieder in dieser Welt. Und für mich als bereits Grisha-Leser ist es natürlich toll, wieder in diese Welt einzutauchen. Ich habe mich sofort in dieser Welt wieder zurechtgefunden. Ich war gespannt, was jetzt hier alles passiert, was wir alles auch Neues gezeigt bekommen. Und dadurch, dass wir uns ja wieder in dieser alten Welt befinden, hat es Leyva Dugo aber trotzdem geschafft, durch diese Wunder, die ja passiert sind, neue Dinge einzubauen und uns neue Dinge in dieser Welt zu zeigen, die man jetzt noch nicht kannte. Und es hat mir extrem gut gefallen. Das fand ich mega, mega toll. Vom Schreibstil her kann ich nur sagen, dass das ein Buch ist, was sehr, sehr ruhig erzählt wird. Wie gesagt, es passiert streckenweise wirklich nicht viel. Die Geschichte entwickelt sich sehr, sehr langsam. Ich finde es gut, dass es zwei Handlungsstränge gibt in der Geschichte, weil wenn der eine Handlungsstrang mal so ein bisschen hinkt, ist der andere eigentlich gerade wieder spannend gewesen. Und durch die wechselnden Sichtweisen hat man halt auch immer mal so ein bisschen eine Abwechslung reinbekommen. Man hat nicht immer nur so das Gleiche gelesen. Und ja, es ist ein Jugendbuch-Schreibstil. Das Buch lässt sich locker, leicht und einfach lesen. Wer allerdings dieses Buch liest und noch nichts von den anderen Büchern vorher gelesen hat, wird echt Probleme haben mit einigen Begrifflichkeiten und Wörtern und Beschreibungen und Dingen. Denn man muss sich in dieser Welt erstmal zurechtfinden. Es ist ja eine High-Fantasy-Welt. Es ist aber nicht diese typische High-Fantasy-Welt, sondern es ist für mich immer so ein bisschen russisch angehaucht. Ich weiß nicht, also für mich hat das alles so einen russischen Touch. Ich kann nicht sagen, warum. Und das ist für mich halt auch am Anfang, wo ich Grisha gelesen habe, echt schwer gewesen, mich da zurechtzufinden. Inzwischen geht's, ich weiß, was ist. Aber wenn man halt da vorher in diese Welt noch nie eingetaucht ist, denke ich mal, kann es ein bisschen schwierig werden, das alles zu begreifen und zu verstehen. Und ja, also was das betrifft, ist das Buch vielleicht an manchen Stellen ein bisschen kompliziert, wenn man es halt nicht nachvollziehen kann. Ansonsten, wie gesagt, ich fand den Schreibstil einfach und leicht. Auf jeden Fall nicht so kompliziert streckenweise wie bei den Krähen. Bei den Krähen fand ich den Schreibstil streckenweise ein bisschen schwieriger. Da musste ich auch Absätze streckenweise zweimal lesen, um halt das, was da passiert ist, gerade auch zu verstehen. Das hatte ich hier nicht. Also hier war mir sofort und immer alles klar. Es ist leicht verständlich für mich gewesen. Und ich bin gut durch die Seiten gekommen, aber ich musste dieses Buch langsam lesen. Also ich kann High-Fantasy-Bücher ja sowieso nie so lesen, wie ich einen Liebesroman lese. Ne? Bei einem Liebesroman, da lese ich das Buch und dann sauge ich mich da dran fest und dann geht das auch bei mir zack, 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 zack. Aber bei einer High-Fantasy-Geschichte muss ich das Buch wirklich aktiv lesen. Da kann ich nicht nur so drüber fliegen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ja, dadurch brauche ich auch immer für so ein Buch länger, wie für jetzt zum Beispiel eine Liebesgeschichte. Dafür lese ich es aber auch intensiver. Und ja, also was das betrifft, vom Schreibstil her hat es mir auch gut gefallen. Es war, wie gesagt, nicht so komplex jetzt wie die Krähenreihe. Es ging wieder eher Richtung Grisha, was ich absolut okay finde. Und ja,
Ich liebe King of Scars. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Ich bin so gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, was mit Nikolai und den anderen alles noch passiert. Und ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen, aber stellt euch drauf ein. Es ist nicht so genial wie die Krähenreihe und es hat seine Längen auf jeden Fall. Und was ich cool finde, ist, dass es noch wieder einen schwarzen Buchschnitt hat. Das passt so gut zur Krähenreihe mit dem schwarzen Buchschnitt. Ich freue mich. Und ich finde das Cover mega schön. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal erwähnen. Ich finde das Cover toll. Und für uns haptische Menschen, es fässt sich toll an. Denn es ist geprägt. Oh, ich könnte dieses Buch den ganzen Tag streicheln. Ja, ich habe da echt eine Macke, was das betrifft. Und ja, jetzt habe ich, glaube ich, genug über das Buch erzählt. Ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Aber empfehle euch definitiv dazu. Lest vorher Grisha. Lest vorher die Krähenreihe. Und jeder, der jetzt sagt, na, die Grisha-Bücher, die bekommt man so schlecht. Es kommt über den Knauer Verlag nächsten Monat der Grisha-Schuber raus. Da sind alle drei Grisha-Teile als broschierte Bücher auch nochmal mit drin. Und dann kann man diese Bücher auch wieder super kaufen und lesen. Ich überlege mir den Schuber auch noch zu holen, denn ich finde den so schön. Ich meine, ich habe alle drei Hardcover von Grisha, aber der Schuber sieht einfach toll aus. Vielleicht wünsche ich mir den mal mit zu Weihnachten oder so. Weil er ist echt, echt schön. Verdammt. Verdammt. Kennt ihr das, wenn ihr Bücher doppelt kauft, weil einfach die neue Auflage so schön ist? Oh, es ist furchtbar. Aber ich finde den Schuber mega. Und ja, also wenn ihr Grisha lesen wollt, wartet bis nächsten Monat und lest wirklich erst Grisha, bevor ihr das lest. Das ist meine Empfehlung an euch. Denn ansonsten kann es sein, dass ihr hier ziemlich viele Fragezeichen habt. Das war meine Buchvorstellung zu King of Scars von Leiva Dugo. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten war das jetzt erstmal das letzte Video von mir an dieser Stelle, was regulär geplant ist. Ich verabschiede mich jetzt wirklich in meine Pause. Ich habe ja gesagt, ich melde mich zwischendurch immer mal wieder und gebe ein kurzes Update. Ich weiß nicht, wie lange diese Pause jetzt hier gehen wird. Wenn ich aktiv wieder Bock kriege, richtig YouTube-Videos zu machen, wenn ich einen Plan so für mich habe, wie das jetzt alles hier weitergeht, dann bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Aber ansonsten gönnt mir mal 1, 2, 3 Monate Päuschen. Und ja, wie gesagt, ich melde mich zwischendurch immer mal wieder und gebe ein Lebenszeichen. Ich bin auf jeden Fall auch auf der Buchmesse Freitag und Samstag. Also ja, wenn ihr auch da seid und ihr wollt kurz Hallo sagen, ihr könnt mich über Instagram anschreiben. Jederzeit, das ist kein Problem. Ihr könnt mir YouTube-Kommentare schreiben, die kriege ich ja auch immer, wenn ihr da nochmal nähere Infos haben wollt. Ansonsten, ja, sehen wir uns vielleicht in Frankfurt auf der Messe, wenn ihr da seid. Und ansonsten im nächsten Video, wann das kommt, I don't know. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch und ich bedanke mich auch an dieser Stelle nochmal für eure ganz, ganz lieben Kommentare und eure Unterstützung und euer Verständnis dafür. Und ja, ich sage mal, ich wünsche euch wie immer, kommt mir gut in die nächste Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.